شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الافهام بالايات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أماته فأقبره بهام letzten Lektion über das Aufschreiben der eigenen Taten gesprochen. Und zwar haben wir gesagt, dass jeder Verstorbene, dass die erste Phase des jeden Verstorbenen darin besteht, dass er in erster Linie seine eigenen Taten aufschreibt und als Buch quasi zusammenfasst. Und wir haben gesagt, dass dies noch vor der Befragung von Munkarunakir Nakir stattfindet. Das heißt der Sinn dahinter, wie wir in der letzten Lektion gesagt haben, besteht darin, dass man selber Zeugnis über sich ablegt, dahingehend, dass man seine eigenen Taten mit seinen eigenen Händen quasi niederschreibt und dass man selber ein Geständnis quasi in diesem Sinne ablegt. Und ja, natürlich, wir haben gesagt, der Mensch kann sich natürlich nicht an jede kleine Tat erinnern, die er in seinem Leben gemacht hat. Deswegen gibt es einen speziellen Engel, der damit beauftragt ist, ein Engel namens Roman, der auch in den Überlieferungen erwähnt wird, der beauftragt ist, beziehungsweise dem Verstorbenen seine Taten diktiert und dieser schreibt diese Taten auf. Seien es kleine oder große Taten, seien es Taten, die man vielleicht direkt vergessen hat oder über die man nicht nachgedacht hat, oder aber größere Taten, alles wird in diesem Buch festgehalten. Dieses Buch wird dann versiegelt und das ist quasi dein Buch, womit du am Tage der Auferstehung dann quasi abgerechnet wirst. Natürlich, man kann jetzt sich die Frage stellen, wie funktioniert das jetzt mit dem mit dem Schreiben? Ist es so, wie wir uns das jetzt hier vorstellen? Man setzt sich hin und nimmt einen Stift und schreibt auf Papier und dann ist die Tinte leer und so weiter. Das können wir uns natürlich nicht zu 100% vorstellen und genau beschreiben, wie das dann, äh, sein wird, weil die Gesetzmäßigkeiten des Jenseits natürlich eine ganz andere sind als wie wir es jetzt in dieser Welt kennen. Das heißt, es kann dort ganz anders ablaufen. Das was die Überlieferung uns deutlich machen ist, dass der Mensch aber seine eigenen Taten festhält, auf welche Art und Weise wie man sich das genau vorzustellen hat, in welche Richtung das geht, das können wir uns nur grob ungefähr vorstellen, aber wie das letztendlich genau sein wird, das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala und das gilt allgemein für viele Gesetzmäßigkeiten des Jenseits, dass wir in dieser Welt nicht imstande sind, uns diese vorzustellen. Genauso, und dieses Beispiel habe ich öfters gemacht, wenn jetzt jemand blind auf die Welt kommt, er hat noch nie gesehen, er hat noch nie seine Augen nutzen können, er kam blind auf die Welt. Du kannst mit ihm darüber reden, so viel du willst, wie die Farbe rot aussieht. Du wirst es ihm nicht erklären können. Er muss es selber sehen, er muss es selber erleben. Ein Baby im Mutterleib beispielsweise. Du kannst mit dem Baby, wenn, wenn, wenn man die Möglichkeit hätte, mit dem Baby sprechen, sagen, guck mal, bald kommst du raus aus dem Mutterleib und dann kannst du essen mit deinen Händen und dann siehst du eine ganz große, große Welt und dann kannst du laufen mit deinen Beinen und mit deinen Händen kannst du dies und das. Der so, hä, von was redest du? Die einzige Nahrung, die ich bekomme, ist über die Nabelschnur. Du erzählst mir was von der Mutter, was für eine Mutter. Ich kenne nur hier dieses, äh, dieses äh, Gebilde oder dieser Ort, wo ich jetzt hier gerade bin. Es ist dunkel, ich werde über Nabelschnur versorgt. Mehr gibt's nicht. Ja, aber du sagst, nein, hörst du nicht den, den Herzschlag der Mutter, dies und jenes? Aber ein Baby wird oder ein Säugling wird es nicht verstehen, weil er nur diese Dimension kennt. Wir, wenn man es so vergleichen möchte, wir sind gerade in einem Mutterleib in dem Sinne. Mutterleib in, 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 in der Welt des, des Diesseits gefangen. Das heißt, wir sind stark beschränkt, was unsere Vorstellung angeht. Sobald wir das Diesseits verlassen wird das quasi, quasi alles entfesselt und wir erkennen neue Dimensionen, neue Gesetzmäßigkeiten, die wir jetzt heute nicht sehen oder erkennen können. Deswegen viele Sachen, die im Jenseits passieren, die im Grab passieren, Befragung, Tag der Auferstehung, sind Sachen, die wir uns nicht unbedingt zu 100% vorstellen können, aber wir haben Metaphern, wir haben bestimmte Bilder, mit denen wir arbeiten können, sodass wir dann sagen können, in welche Richtung das Ganze letztendlich geht. Nachdem nun der Verstorbene, also sein Buch geschrieben hat, fängt die zweite Phase des Lebens im Grab an. Und das ist die Befragung. Die Überlieferungen machen deutlich, dass jeder Verstorbene, oder wir, wir halten es jetzt erstmal grob fest, man kann ins Detail gehen, ob das wirklich auf jeden Einzelnen zutrifft oder ob die Befragung nur auf bestimmte Leute zutreffen oder dass bestimmte Leute von der Befragung ausgeschlossen sind, das ist ein anderes Thema. Aber grob kann man festhalten, dass es im Grab eine Befragung geben wird bezüglich der Glaubensüberzeugungen und bezüglich der Taten, die der Mensch verrichtet hat. Und diese, diese Phase der Befragung gilt als eine der schwierigsten Phasen tatsächlich im Leben eines Menschen, beziehungsweise für den Verstorbenen, weil sich jetzt bereits abzeichnet, wie das Ende oder wie das Schicksal desjenigen sein wird. Das heißt, wenn derjenige im Grab liegt und sein Buch geschrieben hat und seine Taten festgehalten wurden, der Engel Roman dies beaufsichtigt hat, dann fängt die Befragung an. Und dann kann sich schon ungefähr abzeichnen, in welche Richtung das Ganze geht. Das heißt derjenige, der in der Badesachwelt die Prüfung besteht und beispielsweise eine, äh, ein Tor zum Paradies für ihn aufgemacht wird, da zeichnet sich schon ab, in welche Richtung das für ihn gehen wird. Der andere, zu dem ein Tor vom Höllenfeuer aufgemacht wird und sein Grab einen Hauch des Höllenfeuers bereits äh, bekommt, da zeichnet sich das schon ab, wie es für ihn am Ende aussehen wird. Aber auch das ist nur eine, 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 ja, man könnte sagen, das ist auch, das kann man auch nur so grob festhalten, das ist nicht unbedingt hundertprozentig auch immer so, beziehungsweise immer die Regel. Denn es kann auch durchaus sein, dass der Gläubige, und das ist beispielsweise auch der Zustand der meisten Muslime, beziehungsweise der, 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 ähm, der Liebenden der Ahlul Bayt, wie die Imame, .s. sagten, dass sie sich um die Schia beispielsweise in der Barsachwelt sorgen. Das heißt, in der Barsachwelt welt kann ein Gläubiger, der jetzt hier auf dieser Welt als Muslim gelebt hat und äh, viel Gutes gemacht hat, aber er kann beispielsweise in der Barsach-Welt auch bestraft werden. Er kann dort Unannehmlichkeiten, Qualen, Folter erleiden. Wieso? als Büße für seine Sünden, die er in dieser Welt gemacht hat. Damit und das ist in Wirklichkeit eine große Gnade von Allah Subhanahu wa Ta'ala, dass er in der barzach welt in der Grabeswelt diese Bestrafung bekommt, damit wenn die große Wiederauferstehung kommt und dann wirklich Paradies und Hölle und die große Befragung stattfindet, dass er dann bereits gereinigt ist und dann ins Paradies eintreten kann. Das heißt, diese barzach bestrafung für den Gläubigen ist wirklich eine große Barmherzigkeit, weil er dort bereits gereinigt wird, bevor es im Höllenfeuer geschieht wa billah. Genauso für einen Ungläubigen oder nicht-religiösen, äh, nicht der kann auch in der Barsachwelt nicht unbedingt immer die schlimmsten Folter und die schlimmsten Sachen durchleben. Er kann auch bestimmte Phasen haben, wo er Ruhe hat, beispielsweise. Wieso? Als Belohnung dafür für die paar Taten, die er vielleicht hier gut gemacht hat. Dafür am Tage der Auferstehung, die große Abrechnung, wird er kein Anrecht mehr auf das Paradies haben, weil er diese Ruhe, diese Belohnung quasi in der Barsachwelt bekommen hat. Und dann tritt er ein ins Höllenfeuer, Das heißt, auch hier sehen wir die Gesetzmäßigkeiten. Wir können grob das Fundament festhalten, aber es gibt immer wieder bestimmte Ausnahmen, die eintreffen. Und so wie wir auch in der Vortragsreihe gesagt haben, so wie jeder Mensch in dieser Welt anders lebt, du wirst keine zwei Menschen finden, die ha genau das gleiche Leben in dieser Dunja führen. Genauso wird es schwierig zu sagen, dass, ähm, dass zwei Verstorbene beispielsweise in der Barsachwelt ha genau das gleiche durchmachen, weil die Barsachwelt, das Jenseits, ist das Spiegelbild dieser Welt. Und wenn wir sagen, hier gibt es schon jemanden, der H genau gleich ist wie jemand anderes, dann wird es dort genauso sein. Aber wir können Regeln festhalten, wir können grob das Fundament festhalten, dass der Verstorbene seine Taten aufschreibt, dass er befragt wird, dass entweder die Barsachwelt für ihn für einen, zu einer Qual oder eine Belohnung wird und dass letztendlich am Tage der Auferstehung letztendlich ähm, derjenige entweder ins Paradies oder ins Höllenfeuer eingeht. Das heißt also heute sprechen wir speziell über diese zweite Phase des Verstorbenen, nämlich die Phase der Befragung. Und darüber gibt es bis heute leider große Missverständnisse, bzw. falsche Vorstellungen, was es mit dieser, mit dieser ähm, Befragung auf sich hat. Viele denken bis heute, wenn sie sterben, kommen zwei Engel, wer ist dein Herr? Und das ist so wie so, wie so eine Art mündliche Prüfung. Ähm, jeder hat schon mal eine mündliche Prüfung in der Uni oder Schule gemacht. Wer ist dein Herr? Allah. Wer ist dein Prophet? Muhammad. Wer ist, äh, was ist deine Religion? Islam. Wer, was ist äh, dein Buch? Koran. Fertig geschafft, okay, so einfach wird es natürlich nicht sein. Das heißt, die Sache ist viel, viel komplexer und darüber wollen wir heute inshallah speziell sprechen, über die Befragung des Verstorbenen im Grab. Und wir wollen dazu vier Fragen erörtern. Zum einen, wann beginnt die Befragung? Wer führt die Befragung durch? Welche Fragen werden gestellt und warum erfolgt eine Befragung im Grab? Diese vier Fragen wollen wir heute inshallah gemeinsam klären. Als erstes, wann erfolgt die Befragung des Verstorbenen im Grab? Wir haben ja gesagt, bereits zu Beginn, dass die Befragung nach, äh, nach der ersten Phase beginnt. Das heißt, nachdem der Mensch seine eigenen Taten gestanden hat, beziehungsweise Zeugnis über seine eigenen Taten abgelegt hat und sein Buch selber, das Buch der Taten, niedergeschrieben hat, worüber der Heilige Koran sagt oder worüber der Verstorbene dann später sagt, wenn er sich das Buch anschaut. Was ist mit diesem Buch? Es äh, lässt keine Kleinigkeit oder große Tat aus, außer dass er es erwähnt. Danach beginnt die Phase der Befragung. Beispielsweise im Werk von ähm, Sharif Razi, al Balara, wird über den Fürsten der Gläubigen, Ali ibn Abi Talib, berichtet, dass er sagte: Bis die Trauernden in ihre Häuser zurückkehren und die Familienangehörigen das Grab verlassen, wird der Verstorbene in seinem Grab hingesetzt und einer vertraulichen Befragung unterzogen. Das heißt, die Befragung gemäß vielen Überlieferungen fängt dann an, wenn die Trauernden, wenn die Trauergäste, wenn die Familie das Grab desjenigen verlassen. Sei es jetzt in der ersten Nacht oder beispielsweise, wenn die Trauernden wirklich äh, gegangen sind. Und hier stellt sich schon die erste Frage. Moment mal, wir haben doch gesagt, dass zuerst die Phase des Schreibens beginnt, die das Schreiben der Taten. Wie kann es sein, dass jetzt die Befragung direkt beginnt, wenn der Verstorbene im Grab liegt und die Trauernden zurückkehren? Wo ist denn da die Zeit? Und hier denkt der Mensch wieder Zeit. Wir denken immer an diesen Dimensionen, die wir kennen. Wir denken immer, okay, es muss doch eine bestimmte Zeit vergehen, wo er seine Taten aufschreibt und dann dies und jenes. Das ist eine andere Gesetzmäßigkeit, wie wir gesagt haben. Das heißt, Zeit spielt da keine Rolle. Und dementsprechend, das heißt, wenn die Trauernden also nach Hause gegangen sind, weil wie lange sollen sie bleiben? Der Trauernde, egal wie sehr du einen Menschen liebst und du trägst ihn zu Grabe und du schüttest die Erde auf ihn zu und du bleibst und liest Koran und liest Dua, wie lange willst du bleiben? Speziell wenn es extrem kalt ist, extrem warm ist. In unseren Ländern beispielsweise beeilt man sich eher, weil die Sonne äh, in, der in der Mittagszeit ähm, verbrennt. Man beeilt sich eher und geht dann nach Hause, sucht äh, das Kühle. Wie lange derjenige, der dich am meisten auf dieser Welt geliebt hat, wie lange soll er am Grab bleiben? Ein paar Stunden und dann geht er wieder. Genauso wie der Mensch alleine auf diese Welt gekommen ist, wird er diese Welt wieder alleine verlassen. Und selbst wenn er dort übernachten sollte, was wird es den Verstorbenen bringen? Das heißt, die Befragung beginnt, wenn, der wenn die Trauergäste wieder gehen, nach Hause gehen, ihn verlassen, beginnt diese vertra vertrauliche Befragung. Und hier wird sich der Verstorbene in einem Zustand der Zwickmühle befinden. Die Überlieferung, wie Amir al-Mu'minin, al salam, dies im Arabischen sagt, es ist eine Zwickmühle. Er ist verwirrt, er, er weiß nicht, was er machen soll. Wieso? Die Engel befragen ihn. Du, du hast das und das gemacht, stimmt das? Hast du dies und jenes gemacht? Er hat zwei Möglichkeiten. Entweder er sagt Ja, und er gibt es zu, dann wird er für die Tat bestraft, die er gemacht hat. Oder aber er sagt Nein, dann werden die Engel zeigen, du hast gelogen, hier ist die Wahrheit. Das heißt, egal was er macht, egal was er macht, die Tat steht direkt vor ihm. Er kann es weder leugnen, weil wenn er es leugnet, wird er Juftawach, das heißt, es wird offenbart, was du gemacht hast. Wenn er die Wahrheit sagt, ja, das und das habe ich getan, dann wird er dafür bestraft. Als Beispiel, du hast deine Frau an dem und dem Tage geschlagen. Stimmt das? Was soll er sagen, wenn er es wirklich gemacht hat? Er weiß, er hat es gemacht. Soll er sagen, ja, dann wird er dafür bestraft. Wieso hast du deine Frau geschlagen? Du wirst dafür bestraft. Wenn er sagt, nein, hier, wir haben die und die Beweise. Hier in deinem Buch steht, hast du es selber aufgeschrieben. Das und das können wir vorbringen als Beweis gegen dich. Und dann ist der Verstorbene also in diesem Zustand der Zwickmühle, dass er nicht weiß, was er antworten soll, beziehungsweise dass er ähm, mit seinen Taten konfrontiert wird und diese bestätigt. Wer befragt aber den Toten? Allgemein bekannt sind zwei Namen, nämlich Munkar und Nakir. Das heißt, zu dem Verstorbenen kommen zwei Engel namens Munkar und Nakir, die ihn ähm, dazu befragen. Sheikh Mufid hat in seinem Werk Tashih al itiqadat auf Seite 99 erwähnt er dort diese beiden Namen und er sagt, dass es zwei weitere Namen gibt, nämlich Mubasher und Bashir. Das heißt, zu dem Ungläubigen zu dem nicht Religiösen, zu dem Sündigen, kommen zwei Engel, Munkar und Nakir, so was, was so viel bedeutet wie das, das Verabscheute und das Grauenhafte. Und zu dem anderen kommen Mubashir und Bashir, derjenige, der die frohe Botschaft bringt, der freudige Botschaften bringt. Das heißt, zu dem Ungläubigen kommen Munkar und Nakir und zu dem Gläubigen kommen Mubashir und Bashir. In seinem Werk, wie gesagt, in Tassih al Seite 99 und ähm, Al-Lama, al-Majlisi überliefert dies auch also überliefert seine Worte in seinem Werk Bihar al-Anwar band 6 Seite 280 und er sagt und es wird in manchen Berichten überliefert dass der Name der beiden Engel welche zu den gläubigen ins Grab kommen Mubashir und Bashir lauten die Erscheinung von Munkar und Nakir ist extrem angsteinflößend, wie die Überlieferung das auch tatsächlich darstellen. Deswegen werde ich euch diese, ich sag mal, die Details ersparen, wie die Überlieferung diese beiden Gestalten tatsächlich beschreiben. Dass ihre Stimme sich ähneln wie Donnerschläge und dass ähm, dass sie so hoch sind und so breit sind und Flammen aus ihren Augen kommen. Also ein extrem angsteinflößender Zustand, wie die ähm, Engel beschrieben werden. Das kann man recherchieren, denen die Interesse haben und schauen möchten, wie ähm, was die Überlieferung dazu sagen. Und auch in Sahifa al-Sajjadiyya werden diese Engel erwähnt. Munkar al-Nakir von Imam Zainul al-Abidin, a.s. auf Seite 37. Wa maut wa awanuh. Wa nakir. Wa roman fattan al-Qubur. Dieser Roman, dieser Engel, über den wir gesprochen haben, der beauftragt ist, die Taten des Menschen zu diktieren, damit er diese aufschreibt. Wa was sicherlich auch viele kennen, li 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 su'ali Das bedeutet so viel, ich weine aus Furcht vor dem Austritt meiner Seele. Ich weine aus Furcht vor der Dunkelheit meines Grabes. Ich weine aus Furcht vor der Enge meines Bunkerlochs, meines meiner Grube. Ich weine aus Furcht vor der Befragung durch Munkar und Nakir. Und das sind die Worte von Imam Zainul Abidin. Ali ibn al-Husayn in seinem berühmten und bekannten Mitgebet Dua Abi Hamza al ta'ala Wenn wir uns aber die Überlieferung anschauen und hier kommen wir zu einem spannenden Punkt, dann machen manche Überlieferungen uns deutlich, dass es gar nicht vier Engel sind, über die gesprochen wird. Also es ist nicht so, dass es vier Engel gibt, die Munkar und Nakir und Mubasher und Bashir heißen, sondern in Wirklichkeit sind es zwei Engel, diese zwei Engel kommen einmal als Erscheinung Munkarunakir und einmal als Erscheinung Mubashir und Bashir. Das heißt, es handelt sich um zwei Engel, die aber nur eine unterschiedliche Eigenschaft haben, wenn sie zu einem Verstorbenen kommen. Das heißt, es ist keine Vielzahl der Wesen, sondern eine Vielzahl der Eigenschaft, die wir hier sehen. Das heißt, wenn der Verstorbene beispielsweise im Grabe liegt und Roman, der Engel, der Beauftragte, die Taten aufschreibt, dann ist er derjenige, der den beiden Engeln sagt, schaut mal, bei diesem Verstorbenen handelt es sich beispielsweise um einen Ungläubigen. Er scheint als Munkar und Nakir, geht als Munkar und Nakir und befragt ihn. Wenn es aber ein religiöser, gottesfürchtiger Mensch war und die Taten, die er aufgeschrieben hat, alles gute Taten, keine Sünden, dann befiehlt er ihn, geht als Mobaschir und Bashir zu ihm und bringt ihm die frohe Botschaft. Das heißt, manche Überlieferungen oder aus den Berichten geht hervor, dass es nicht unbedingt eine Vielzahl der Wesen darstellt, dass man mehrere Engel hat, vier Engel hat, einmal Nakir, einmal Muashar und Bashir, sondern dass es zwei Engel sind, die aber in unterschiedliche Eigenschaften auftreten können. Ähnlich wie der Todesengel. Ihr kennt ja die Berichte, und darüber haben wir, haben wir gesprochen, dass der Todesengel zu dem Ungläubigen kommt er genauso in derselben Gestalt wie zu dem Gläubigen? Natürlich nicht. Zu dem Ungläubigen kommt er zu einer anderen Gestalt und zu dem Gläubigen kommt er mit einer schönen Gestalt. Es ist aber der gleiche Engel, es ist der gleiche Engel. Aber er kommt also mit einer unterschiedlichen Eigenschaft. Und genauso wie bei Munkar und Nakir. Und die Überlieferungen dazu sind zahlreich. Und wenn ich die jetzt hier anführen würde, würde das die Hälfte des Vortrags schon einnehmen. Ähm, deswegen als Hinweis, diejenigen, die nachschauen möchten, in Bihar al-Anwar gibt es zahlreiche Überlieferungen dazu. In Band 6, Seite 233, Hadith 46, Seite 222, Hadith 20, 22, Seite 223 hat die 24, Seite 224 hat die 25 und so weiter und so fort. Findet man zahlreiche Überlieferungen zu diesem Thema, kann man gerne recherchieren. Das heißt also, um es kurz zusammenzufassen bis hierhin, wir haben einen Engel namens Roman. Dieser Engel ist beauftragt, mit dem Verstorbenen die Taten des Menschen niederzuschreiben. Er diktiert ihm die Taten. Sobald dieses Buch der Taten fertig ist. Gibt Roman, der, der, ich sag mal, der Vorgesetzte, der beauftragt ist über die beiden Engel, sagte ihn, kommt als Munkar und Nakir und befragt ihn, kommt als mubaschir und Bashir und befragt ihn. Eine. Überlieferung, deswegen besagt auch wahrlich, wenn der Engel Roman erfährt, dass der Verstorbene zu den Leuten der Glückseligkeit gehört, informiert er Munkar und Nakir, damit sie sanft mit ihm umgehen, oder in dem Fall Mubashirun und Bashir, dass sie sanft mit ihm umgehen. Und wenn er erfährt, dass der Verstorbene zu den Leuten des Frevels und Ungehorsam gehört, dann beauftragt er sie, ihn zu foltern und zu bestrafen. Das heißt, er ist so eine Art Vorgesetzter bzw. ihn übergestellt und kann ihn befehligen. Und das ist übrigens auch eine ähm, Rangordnung bei den Engeln. Das heißt, nicht alle Engel sind gleichgestellt. Manche Engel sind über andere beauftragt, sind quasi die Vorgesetzten, sind ihnen übergestellt und befehligen andere Engel. Ganz einfaches Beispiel, der Todesengel beispielsweise, er kommt ja nicht höchstpersönlich zu jeder einzelnen Seele und beruft sie ab. Der Koran sagt, dass der Todesengel beispielsweise Helfer hat. Das heißt, er ist derjenige, der beauftragt ist über seine Helfer, über diejenigen Engel, welche die Seelen abberufen, und er sagt zum Beispiel: Ihr Engel, seid heute hier ein, jetzt in, in, in ganz äh, salopp gesprochen in unsere Sprache. Ähm, ihr habt Frühschicht, ihr habt Nachtschicht, ihr habt so, so nach dem Motto: Ihr seid da eingeteilt, ihr seid erst derjenige, der sie befehligt. Ja, der Todesengel höchstpersönlich kommt zu bestimmten Leuten natürlich, ähm, seien diese, wenn sie extrem schlimme Menschen waren oder extrem gute, kommt dann natürlich höchstpersönlich und nimmt diese Seele entweder auf einer sehr guten Art und Weise oder aber auf einer sehr schlechten Art und Weise entgegen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, nach was wird der Verstorbene befragt? Es gibt hierbei zwei Stufen, wonach der Verstorbene befragt wird. Die erste und wichtigste Stufe nachdem der verstorbene befragt wird ist seine glaubensüberzeugung also er wird nach sein aqaid befragt und das ist wenn wir uns auch anschauen der prophet sallallahu alaihi wa alai, als er die botschaft äh, brachte mit was hat er angefangen mit den menschen natürlich mit den glaubensüberzeugungen das heißt er hat mit den menschen über allah subhanahu wa gesprochen über das prophetentum über den tag der auferstehung er kam zu den menschen in erster linie bezüglich der aqaid bezüglich der glaubensüberzeugung und danach erst hat er mit den taten angefangen das heißt, als allererstes beginnen die Engel, den Verstorbenen nach seinen Glaubensüberzeugungen zu befragen. Und dazu gibt es auch eine sehr schöne Überlieferung von Imam Zainul abidin Ali ibn al-Hussein a.s., worin er sagte, und die Engel treten zu dir herein. Und das arabische Wort, was er hier genutzt hat, ist, es gibt mehrere Formen von Eintreten. Einmal kann ich äh, anklopfen und warten, bis jemand kommt, mir die Tür aufmacht, darf ich hereinkommen? Ja, du darfst hereinkommen, bitteschön. Einmal kann man so eintreten, einmal... So wie die SEK um 5 Uhr früh, Boom, Polizei, sind stehen mitten im Schlafzimmer, mitten im Wohnzimmer plötzlich. Das ist auch ein Eintreten. Dieses Wort, was der Imam a.s.w. hier verwendet, wie die Engel zu dem Verstorbenen eintreten, ist die zweite Form, die SEK-Form, so nach dem Motto. Sie treten plötzlich und unerwartet sind sie beim Verstorbenen und fragen ihn mit dieser angsteinflößenden ähm, Gestalt, wie sie dann da sind. Sie befragen ihn und die Engel treten zu dir herein um dich zu befragen und zu prüfen. Das Erste, wonach sie dich fragen, ist dein Herr, den du angebetet hast. Wer ist der Herr, den du angebetet hast? Und nach dem Propheten, an den du geglaubt hast, und nach der Religion, die du befolgt hast, und nach deinem Buch, welches du rezitiert hast, und nach dem Imam, den du befolgt hast. Das heißt, wir haben hier mehrere Fragen. Erstens, wer ist dein Herr? Wer ist dein Gott, den du angebetet hast? Wer ist dein Prophet? Was ist deine Religion? Was ist dein Buch und wer ist dein Imam? Diese fünf Fragen werden als allererstes gestellt, dem Verstorbenen. Wer ist dein Herr? Glaubst du? Jetzt, jetzt mal ganz ehrlich unter uns. Egal welchen Muslim wir jetzt draußen fragen würden, egal welchen Muslim, jemand, es reicht nur, dass er sich als Muslim bezeichnet. Die ersten vier Fragen wird er sofort ohne große Probleme beantworten. Wer ist dein Herr? Allah. Wer ist dein Prophet Muhammad? Religion, Islam, Buch, Quran. Ja, beim Imam werden schon manche so ein bisschen ja wer, was soll man dazu kommen wir aber noch dazu sprechen wir aber die Fragen wird jeder einfach einfach beantworten können die Sache ist die dass es sich hierbei nicht einfach um eine Abfrage vom theoretischen Wissen handelt das heißt hier wird dein tiefes Inneres antworten glaubst du wirklich an Allah Subhanahu Wa Taala dass er derjenige ist der deine Angelegenheit verwaltet dein Schöpfer ist derjenige der wirklich für dich sorgt und so weiter oder befindet sich tief in deinem Herzen doch ein bisschen Schirk doch ein bisschen bei, doch, dass du erst dann an Allah subhanahu wa ta'ala denkst, wenn alle anderen Wege für dich geschlossen wurden. Und dann kommst du, oh Allah, ähm, hilf mir, hilf mir, oh Allah, hilf mir. Oder wendest du dich von Anfang an an Allah subhanahu wa ta'ala und suchst die Mittel dazu und weißt ganz genau, Allah ist derjenige, der deine Angelegenheit regelt, aber durch Mittel. Er heilt dich durch Medizin, er versorgt dich durch Arbeit, er vergibt dir deine Sünden durch beispielsweise die Fürsprache von Muhammad wa al muhammad salam. Das heißt, hast du wirklich an Allah subhanahu wa ta'ala geglaubt, dass er wirklich der Einzige ist, der dir helfen kann, dass niemand und nichts in dieser Welt etwas bewirken kann, außer er subhanahu wa ta'ala, oder war das nur ein Lippenbekenntnis? La ilaha illallah, sagt jeder von uns. Aber mit der tiefgehenden Bedeutung, dann wird diese tiefe Erkenntnis in dir antworten, nicht die Zunge, die spricht. Wer ist der Prophet in Muhammad sallam. Das kann jeder beantworten. Aber glaubst du wirklich an den Propheten Muhammad sallam, der als Barmherzigkeit für die Welten gesandt wurde? Oder glaubst du an, an einen anderen Propheten, der als Mörder dargestellt wird, als Kriegstreiber, als äh, dies und jenes, wie es in mancher äh, islamischer Literatur auch dargestellt wird leider? An welchen Propheten glaubst du? an einen Propheten wie Muhammad sallallahu alaihi wa alai oder einen Propheten, der unschuldige Menschen abgeschlachtet hat, wie es teilweise ähm, dargestellt wird. Was ist deine Religion? Ist deine Religion wirklich der Islam? Ist deine Religion wirklich die Hingabe zu Allah subhanahu wa oder hast, äh, oder hast du dies auch nur als Lippenbekenntnis bezeugt? Hast du die Scharia, die Gesetzgebung des Islams wirklich befolgt? Oder hast du das genommen, was dir gefällt und das weggelassen, was dir nicht gefällt? Das wird befragt werden. Was ist das Buch, das du rezitiert hast? Was ist das Buch, das du befolgt hast? Der heilige Koran, ja. Aber wie war deine Bindung zum heiligen Koran? War es nur ein Buch, was du zu Hause gelagert hast und was verstaubt ist und nur rausgeholt hast, wenn jemand verstorben ist, damit du für ihn ein zwei Suren liest, oder war deine Bindung zum Koran stark und hast ihn als Gefährten neben dir genommen, als Lebensbegleiter neben dir genommen? Das wird befragt werden. Und eines wie, wie wir gesagt haben, eines der weiteren Fragen, und die, an dieser Frage werden tatsächlich viele leider scheitern und das ist die Frage, die entscheidet, ob du, als, ob du den Tod der Ignoranz stirbst oder den Tod des Islam stirbst. Nach dem Imam, den du befolgt hast. Das ist eine Frage, mit der sich leider viele Muslime nicht beschäftigen. Wenn wir die Allgemeinheit der Muslime fragen würden, wer ist dein Imam? Wer ist der Imam der heutigen Zeit für dich? Wenn ich dich jetzt fragen würde, wer ist der Imam jetzt deiner Zeit? Wer ist der Imam deiner Zeit? Viele würden darauf keine Antwort haben, obwohl diese Überlieferung vom Propheten sallallahu alaihi wa so extrem bekannt und fast überall überliefert wurde, dass er sagte: Wer stirbt und den Imam seiner Zeit nicht erkennt, stirbt den Tod der Jahiliyyah, stirbt den Tod der Ignoranz, stirbt den Tod der Unwissenheit. Das heißt, eines der Faktoren, was dazu führt, ob du den Tod des Muslims, des Islams stirbst oder den Tod der Unwissenheit, ist, dass du eine Antwort auf diese Frage hast. Sehr, sehr wichtiger und gefährlicher Punkt. Warum? Weil die Überlieferung uns klar machen, dass. Es viele Menschen gibt, die, auf, die in dieser Welt als Muslime leben, aber nicht als Muslime sterben werden. Ein ganz einfaches Beispiel, jemand, der die Möglichkeit hatte, Hadsch zu machen, aber nicht zur Hadsch gegangen ist. Er hatte die Möglichkeit, er hatte Gesundheit, er hatte Geld, es gab keine Gefahr, also dass wirklich die Bedingungen auch erfüllt sind. Er hatte die Möglichkeit, zum Hadsch zu gehen, ist aber nicht gegangen und stirbt. Die Überlieferungen sagen, dass diese Person nicht als Muslim stirbt. Es wird ihm gesagt... Du kannst auswählen, den Tod eines Christen oder den Tod eines Juden. Du stirbst nicht den Tod eines Muslims. So wichtig ist Hajj. Genauso der Tod der Jahiliya beispielsweise. Wenn man stirbt und den Imam seiner Zeit nicht kennt, stirbt den Tod der Jahiliya. Deswegen der Koran. Wenn wir uns anschauen, wie die Verse über die Taten sprechen, über den Menschen sprechen, der Koran betont immer und sagt, wer zu uns mit den guten Taten kommt. Man ja bil hasana, wer mit den guten Taten kommt. Das heißt, ja, der Mensch kann im Laufe seines Lebens viele gute Taten machen. Aber wer sagt, dass diese guten Taten, die er gemacht hat, auch bis zum Tage der Auferstehung bestehen bleiben? Ein Großteil der Taten kann im Laufe des Lebens verbrannt werden. Das heißt, er tritt vor Allah subhanahu wa ta am Tage des Gerichts, schlägt sein Buch plötzlich auf und sieht, da gibt es gar keine guten Taten. Wo sind die alle hin? Du hast die Tat gemacht, hast diese Taten verbrannt. Du hast die Tat gemacht, du hast diese Taten verbrannt und am Ende stehst du da, du hast über den gelästert und hast diese guten Taten an ihn abgegeben. Das heißt, der Koran betont deshalb immer, بالحسنى, wer mit der guten Tat kommt und nicht wer sie begangen hat. Beginnen können viele gute Taten, aber wer sie wirklich auch am Leben erhält, diese gute Tat und sie nicht zerstört. Beispielsweise diese oberflächlichen Glaubensüberzeugungen, die der Mensch hat. Die Überlieferungen sagen, dieser der kleinste Druck im Grab führt dazu, dass er vergisst, wer Gott und wer der Prophet und wer der Koran, was seine Religion ist, alles weg, als hätte er nie was gehabt. Wieso? Weil es nicht tief verankert war in ihm. Kennt ihr das, wenn ihr eine Prüfung habt und nicht gut vorbereitet seid und mitten in der Prüfung seid und aufgeregt seid, dann vergesst ihr sogar euren Namen, geschweige denn von dem Inhalt, was da abgefragt wird. Wieso? Weil ihr euch nicht extrem stark und tief damit auseinandergesetzt habt. Viele denken, Muslim reicht, ich weiß, Allah ist mein Gott, Muhammad ist mein Prophet, Koran, Buch, reicht mir. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Dieses theoretische Wissen habe ich. Aber wenn es nicht tief in deinem Herzen verankert ist, dann wirst du ein Problem haben, an diesem Tage, in dieser Nacht, wenn Munkar und Aqil den Menschen befragen, dann wird man ein Problem haben zu antworten. Wieso? Weil es nicht tief im Herzen ist. Dann wird man es vergessen. Dann fragt er, wer ist dein Gott? Ähm, ähm, Gott, die Menschen sagen, ähm, ähm, Allah, äh, äh, ich weiß, äh, du wirst, deine Zunge wird sich verknoten, du wirst nicht antworten können. Und die, wie gesagt, die schon mal eine mündliche Prüfung hatten, vor dem Professor stehen und da sitzt nochmal jemand, der prüft, und die fragen dich etwas. Du, eigentlich kennst du die Antwort, aber du kannst nicht mehr sprechen, du kannst nicht reden. Deine Zunge verknotet sich, weil du nervös bist. Was, wenn du verstorben bist? im Grab liegst, alles dunkel ist, zwei gewaltige Engel vor dir erscheinen. Sowas hast du noch nie in deinem Leben gesehen und sie befragen dich. Denkst du, jeder wird ganz normal sprechen, wie ich jetzt hier gerade spreche? Auf keinen Fall. Nur wenn dieser Glaube tief im Herzen verankert ist, wird diese Zunge auch sprechen können. Genauso wie, wenn du in der Prüfung bist und alles wirklich zu 100% weißt und du hast wochenlang nur gelernt, morgens, mittags, abends, bist damit eingeschlafen, aufgewacht, nur gelernt, du hast nur diese, diesen Inhalt quasi im Kopf, dann wirst du da auch ohne Probleme sprechen können. Deshalb also, der Prophet sallallahu alaihi wa ala, sagte, wer stirbt und den Imam seiner Zeit nicht kennt, der stirbt den Tod der Unwissenheit. Diese Überlieferung, es gibt Bücher, die bringen diese Überlieferung und führen 70 unterschiedliche Wege auf, wie diese Überlieferung überliefert, überliefert wird. Aus sunnitischen Büchern. 70 unterschiedliche Wege. Im Werk Bihar al-Anwar von Alam al-Majlisi beispielsweise erwähnte ja diesen Hadith auf 40 unterschiedliche Wege. Das heißt, dieser Hadith ist unzweifelhaft. Wer stirbt, ohne den Imam seiner Zeit zu kennen, stirbt den Tod der Unwissenheit. Und hier kommt immer das in Klammern gesetzt, hier stellt sich immer für mich immer gerne die Frage, wenn das so ist, stellen wir uns immer die Frage, wer war der Imam von Fatima al-Zahra? Weil ohne Zweifel starb Fatima a.s. ohne die Bay'ah an den ersten Kalifen zu geben. Darüber gibt es keinerlei, ähm, keinerlei Meinungsverschiedenheit. Keine Meinungsverschiedenheit. Weder Schiiten noch Sunniten. Keiner sagt, dass, 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 dass Fatima al-Zahra den, die, die Bay'ah, den Treuheit an den ersten Kalifen gegeben hat. Fatima a.s. starb ohne die Bay'ah. Wer war der Imam ihrer Zeit? Gibt es einen Muslim, der es wagt zu sagen, dass Fatima a.s. starb? Ohne an den Imam ihrer Zeit geglaubt zu haben oder den Imam ihrer Zeit Bay'a gegeben zu haben? Gibt es einen Muslim, der es wagt, so etwas zu sagen, dass Fatim salam den Tod der Unwissenheit starb? Wenn ja, dann müssen wir darüber reden, ob er noch zum Islam gehört oder nicht, die Person, die so etwas behauptet. Und ich persönlich sage, die Person, an der Fatim salam ihre Treue hat, gegeben hat, dass er der Imam ihrer Zeit ist, ich hänge mich daran an. Dieser Imam, den Fatima genommen hat, den nehme ich auch als Imam. Damit bin ich auf der sicheren Seite. Was kann es Besseres geben, als den Imam der Zeit zu nehmen, den Fatima zu Zahra a.s. beispielsweise genommen hat. Das nur als Klammer. Wie gesagt, verschiedene Überlieferungen in sunnitischen Büchern. Musnad Abu Dawud, wer ohne Imam stirbt, stirbt den Tod der Jahiliya, Al-Jam'a Wer stirbt und den Imam seiner Zeit nicht kennt, der stirbt den Tod der Unwissenheit. Kenzel Ummal, wer ohne Imam stirbt, stirbt den Tod der Unwissenheit. Und so weiter und so fort. Zahlreiche sunnitische und schiitische Werke überliefern diese, ähm, diese Überlieferung. Jetzt fragen wir uns, wer ist der Imam unserer Zeit, wenn wir allgemein fragen würden. Ist es der Imam der Moschee beispielsweise, hinter dem wir das Gebet verrichten? Ist es der Großmufti unserer Zeit, der jetzt beispielsweise in Ägypten sitzt? Ist es der Großmufti der Hijaz, der Saudis, der äh, sei es jetzt Bin Bas, der verstorben ist, oder alles, Sheikh, so, sind das die Imame unserer Zeit? Wer ist der Imam unserer Zeit? Wir als Anhänger der Reschule der Ahlul Bayt Salam können ohne große Probleme, sagen, der Imam unserer Zeit ist Sahib al-Asru al-Zaman, al-Mahdi al-Muntadhar, Ajallahu ta'ala, Faraj sharif Damit haben wir überhaupt kein Problem. Wenn man aber fragt, wer ist denn, wer oder was hat der Prophet, sallallahu alaihi wa alayhi, gesagt, wer die Imame nach ihm sein werden, dann fällt die Zahl zwölf. Und die Überlieferung kennt ihr auch sicherlich alle. Nach mir wird es zwölf Khalifen geben. Sie alle werden aus Quraish sein. Auch diese Überlieferung ist mehrfach ähm, überliefert. Fragen wir die Allgemeinheit der Muslime, wer sind diese zwölf? Benennt uns diese zwölf. Wir werden keine Übereinstimmung finden, dass diese zwölf gleich sind. Die ersten vier werden ohne Probleme sofort zitiert. Egal, wenn wir fragen von diesen zwölf, wer sind die ersten vier? Abu Bakr, Omar, Osman, uh, Ali ibn Abi Talib. Alle werden diese vier sofort benennen. Wer ist danach? Manche sagen Muawiya. Danach Abdul Malik ibn Marwan kommt die Antwort. Ein zeitlicher Sprung. Wer war der Imam der Zeit zwischen Muawiya und Abdul Malik ibn Marwan? Keine Ahnung. Nach Abdel-Malik ibn Marwan, Omar ibn Abdul aziz auch ein größerer zeitlicher Sprung. Danach einige, ähm, äh, Khalifen der Abbasiden, sei es, es Safar, Al Mansur, Maharun rashid Amin, Ma'mun und so weiter, dann werden einige zitiert, bis man auf zwölf kommt. Fragt man jemand anderen, sagt er wieder, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, danach Omar ibn Abdel-Aziz, großer zeitlicher Sprung. Wer war der Imam der Zeit in dieser Zeitspanne? Weiß man nicht. Danach einige, ähm, einige Khalifen aus dem Abbasidischen Reich. Fragt man wieder jemand anderen, sagt er wieder, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, die vier sind immer fix. Danach, die Umayyaden werden komplett übersprungen, man kommt sofort zu den Abbasiden, sagt vier, diese vier und acht von den Abbasiden. Das heißt, wir haben hier keine übereinstimmende Antwort, jeder sagt etwas anderes, jeder behauptet irgendwas anderes. Die einzige Rechtsschule, die eine hundertprozentige klare Antwort darauf hat und diese begründet, ist die Rechtsschule der Ahlul Bayt, die sagt, der erste Imam nach Rasulallah s.a.w. ist Ali ibn Abi Talib a.s., nach ihm Imam Al-Hassan, nach ihm Imam Al-Hussein, und der letzte von ihnen ist Sahib al-Asr al zaman möge Allah seine Erscheinung beschleunigen. Das heißt, auch diese Antwort, die Allgemeinheit der Muslime muss sich auf diese Frage eine korrekte Antwort einfallen lassen, beziehungsweise sich damit beschäftigen. Ja, wir wissen Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet, Quran, Islam, aber wer ist der Imam unserer Zeit? Welchen Imam befolgen wir? Wenn wir gefragt werden, wer ist unser Imam? Wir können nicht sagen, der Prophet, alaihi, weil der Prophet ist der Prophet. Wer ist der Imam nach dem Propheten? Alaihi. Und der Koran sagt selber, يدعى, ähm, äh, an, an jenem Tage wird jeder mit seinem Imam gerufen werden, mit, wird mit seinem Imam auferweckt werden. Wer ist der Imam, mit dem wir auferweckt werden, inshallah? Deshalb, diese Fragen, die gestellt werden, und wie gesagt, diese Fragen, nicht die Zunge wird antworten, sondern die tiefsten Glaubensüberzeugungen werden antworten. Das was du wirklich, wie du dein Leben gelebt hast, woran du wirklich geglaubt hast, das wird an jenem Tage sprechen. Das wird die Antwort sein für Munkar und Nakir. Wenn du wirklich an Allah glaubst, wird die Antwort kommen, Allah ist mein Herr. Wenn du wirklich an den Propheten geglaubt hast, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alai. Wenn du wirklich den Koran befolgt hast, der Koran und so weiter. Deshalb ist beispielsweise der sogenannte Talqin sehr, sehr wichtig für den Verstorbenen. Telkin ist, wenn man den Verstorbenen ins Grab legt und dann sich zu ihm hinsetzt und sagt, oh du, oh du, so und so, oh du, zum Beispiel Ahmed, Muhammad, Hussein, Jaafar, wie auch immer, oh du, so, Sohn von dem und den. Wenn die beiden Engel zu dir kommen und dich befragen, wer ist dein Herr, dann sag, Allah ist mein Herr. Und wenn sie dich fragen, wer ist dein Prophet, dann sag, Muhammad ist mein Prophet. Wenn sie sagen, wer ist, äh, oder was, was ist äh, dein, deine Religion, dann sag, der Islam ist meine Religion. Wenn sie dich fragen, was ist dein Buch, sag, der Koran ist mein Buch. Wenn sie dich fragen, wer ist dein Imam, sag, Ali ibn Abi Talib ist mein Imam. Das heißt, sie rufen das in Erinnerung an den Verstorbenen. Der Verstorbene hat gerade keinen leichten Zustand. Er ist im Grab. Er sieht sich selber. Die Trauernden sind da. Er sieht seinen Leichnam im Grab. Er sieht die Verstorbenen, äh, die die äh, Trauergäste trauern um den Verstorbenen. Sie gehen langsam. Er ist hier alleine, hat Angst. Diese Sachen helfen ihm bei der Vorbereitung auf diese Prüfung. Deshalb es gibt hier auch diverse Erzählungen und Berichte tatsächlich von Leuten, wie ihnen dieser Talqin geholfen hat, weil manchmal ist es der oder sind es die Trauergäste oder der Vater oder Familienangehörige? Manchmal ist es der Prophet, alaihi wa alai, manchmal die Imame, manchmal große Gelehrte, die einem dem Verstorbenen erscheinen und ihm dabei helfen. Und es gibt diverse Überlieferungen, die sagen, dass kein Gläubiger stirbt, ohne dass Allah subhanahu wa ihm vorher in dieser Welt seinen Platz im Paradies zeigt. Das trifft natürlich nicht auf jeden zu wirklich diejenigen, die wirklich im Rang zu Allah Subhanahu Wa Taala extrem stark sind, extrem hoch sind, extrem weit sind, dass diese Personen nicht sterben, außer dass sie ihren Rang vorher im Paradies sehen, bevor sie sterben. Und es gibt dazu auch einige Berichte und Erzählungen. Und ähm, ihr kennt mich, ich bin eigentlich keiner, der über Träume und so weiter spricht. Weil Träume, ich habe immer Angst, dass die Geschwister sich zu sehr darin vertiefen. Weil was ich an Fragen über Instagram bekomme, ich habe das und das geträumt, was bedeutet das? Ich habe das und das geträumt. Deswegen sage ich Träume, lass sie weg, weil ich weiß, es gibt bei Träume immer zwei Extreme. Die einen, die sagen, äh, äh, Träume haben gar keinen Sinn, gar keine Bedeutung. Ich ignoriere es komplett. Und die anderen, die träumen irgendeine Kleinigkeit und und lenken ihr gesamtes Leben auf diesen einen Traum. Was hat es zu bedeuten? Was passiert jetzt? Äh, die kriegen Panik teilweise. Weder das eine, noch das andere ist richtig. Wir müssen immer lernen, ein Gleichgewicht zu haben. Träume können wahrhaftig sein, speziell für die Propheten beispielsweise, die Imame, speziell große Gelehrte, speziell Menschen, die Allah subhanahu extrem nah sind, wenn sie was träumen, hat es durchaus eine Bedeutung, nach der können wir gehen. Ja, wenn mir jemand diesen Traum erzählt, ist es kein Hudja für mich, natürlich, wenn ein Marja kommt und, und träumt und sagt, ich habe das und das gesehen, dann sage ich, ja, du hast es geträumt, es ist ein Beweis für dich, Hudja für dich, Schön, dass es mir erzählt, aber es ist kein Beweis für mich jetzt in dem Fall. Das muss man ganz klar festhalten. Und es gibt ein bestimmtes Ereignis, was ich euch gerne erzählen möchte, was ungefähr, ähm, ich sage mal so 80, 80 Jahre her ist. Das ist einem Großgelehrten aus Najaf passiert. Und derjenige, der es berichtet, er berichtet es über zwei Instanzen. Das heißt, er hat es von dem Sohn gehört und der Vater hat es direkt von demjenigen gehört, von dem das passiert ist. Das heißt, über zwei Instanzen. gar weil ihr wisst ja, je länger die Kette ist, umso größer ist die Verfälschung. Und der Gelehrte, der das erzählt hat, ist auch einer der, ein, ein sehr vertrauenswürdiger Gelehrter. Er sagte, dieser Sheikh ähm, war einer der großen Gelehrten damals von Najaf. Und er war eines Tages im Hammam. Ja, Hammam ist ja inzwischen auch ein deutschen bekanntes Wort, also die, die islamischen Bäder, sage ich mal, für Männer. Er war dort und es ist üblich damals gewesen, heute teilweise auch, dass die Großgelehrten sich den Bart äh, gefärbt haben mit Henna. Ja, ihr kennt das vielleicht von alten Bildern, dass, dass der Bart so ein bisschen orange ist bei manchen. Das war üblich, dass man sich den Bart gefärbt hat. Und er war in diesem Hammam, hat sich den Bart gefärbt und hat sich hingelegt, um damit die Farbe so ein bisschen äh, einzieht. Und plötzlich, er selber berichtet das dann später. Er selber sagt, plötzlich stand jemand bei mir. Ich lag da und plötzlich stand jemand da und sagte, komm, wir gehen jetzt. Er sagt, wie wohin? Was los? Er sagt, steh auf, wir müssen jetzt gehen. Er sagte, wie? Warum? Wer bist du? Er sagt, ich bin der Todesengel. Ich bin hier, um deine Seele zu nehmen. Er sagte: Warte wenigstens, bis die Farbe auf meinem Bart trocken, getrocknet ist. Er sagte: Nein, jetzt sofort. Er sagte: Kann ich nicht wenigstens mich anziehen oder zu meiner Familie gehen verabschieden? Er sagte: Nein, jetzt sofort kommst du mit. Und er sagte: Plötzlich stand ich da und ich habe zu meiner Rechten geguckt. Da lag jemand, der genauso aussah wie ich. Also so, so erzählt er das. Er meinte: Da lag jemand, der genauso aussah wie ich. Aber Moment mal, ich bin doch hier, ich stehe doch gerade, ich sehe ihn doch gerade, ich bin doch hier am Laufen, ich stehe. Aber da, da liegt jemand, der genauso aussieht wie ich. Und plötzlich kam jemand von, 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 vom Bad, er kam zu ihm, er sah diese, diesen, diesen Leichnam oder diese, diesen Körper, er sagte Schechner Schechner Scherchner hat versucht ihn aufzuwecken, Schechner er meinte, es, es tat sich nichts, er hat laut um Hilfe gerufen, Hilfe, Hilfe, ist. wir brauchen Hilfe, kommt her, die Leute sind gekommen, haben gemerkt, dass er verstorben ist, haben angefangen zu weinen und er steht da und sagt, Leute, ich bin doch hier, ich bin hier, hallo, hört ihr mich nicht? Und er selber sagt, er sagt, ich habe mit lautester Stimme geschrien und gerufen, hier bin ich, seht ihr mich nicht, ich lebe, hier bin ich doch, warum hört mich keiner? Aber keiner hat ihn gehört, sie haben den Leichnam getragen, sie haben den Leichnam gewaschen, ähm, haben den Käffern angezogen und er meinte, ich war die ganze Zeit dabei. Er meinte, da, wo der Leichnam getragen wurde, ich wurde mitgezogen. Ich bin ihm gefolgt quasi. Bin mitgezogen. hab habe gesehen, wie sie mich gewaschen haben, hab gesehen, wie sie äh, mich in den Käffern eingewickelt haben, in den Leichentuch eingewickelt haben. Danach war der Tashir. Tashir, also wenn man den Sarg, ihr kennt es von unseren Ländern, mit dem Sarg draußen läuft und eine große Menschenmenge ist da. Er meinte, ich, ich ähm, saß auf dem auf dem Sarg von oben habe sie alle gesehen die großen Gelehrten von Najaf waren alle da um meinen Leichnam quasi mitzubegleiten wir waren dann dort das Totengebet verrichtet hab, ich habe alles mitgesehen aber er meinte ich habe es immer noch nicht realisiert was da gerade passiert ist weil ich sehe alles es es fühlt sich alles normal an und das war bedenkt es war ein Gelehrter der kennt die Überlieferungen der weiß was mit nach dem Tod passiert er weiß mit dem er kennt das ja alles er weiß das ja alles, aber er meinte, er konnte es immer noch nicht realisieren, was gerade passiert ist. Er beobachtet das Szenario und denkt sich, was, was ist mit dem Menschen los? Ich bin doch hier, ich lebe doch. Bis er ins Grab gelegt wurde. Und er meinte, erst dann ist mir bewusst geworden, dass ich gestorben bin, als ich meine Söhne sah, wie die Menschen zu ihm, zu ihm kamen und sagten, wir betrauern dich bezüglich dem Unglück deines Vaters, der verstorben ist. Er meinte, ab da habe ich realisiert, dass, dass ich jetzt tot bin und das gar nicht so wirklich mitbekommen habe. Er meinte, dann haben sie mich ins Grab gelegt, die Dunkelheit, sie haben die Erde zugemacht auf mich. Und dann hat sich eine Tür oder ein Tor zu meinem Kopf aufgemacht. Ein Tor, ein Tor wurde aufgemacht. Und da waren diverse Menschen, die dort saßen. Ein Raum, wo diverse Menschen saßen, viele lichterfüllte Gestalten saßen dort. Und ein Engel ging zu einer dieser Gestalten, die in der Mitte saß die am meisten nur gestrahlt hat, die am meisten Licht ausgestrahlt hat und die so als Anführer dieser Gruppe galt. Der Engel fragte diese Gestalt, er sagte, ja, Rasulallah, erlaubst du mir, den Verstorbenen zu, äh, zu, zu befragen? Also er meinte, dann wusste ich, dies ist der gesamte Gott, sallallahu alaihi wa sallam, und der Engel fragt ihn gerade, ob er mich befragen darf. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa alayhi, sagte, nein, befrage Sheikh Sadduq. Und er meinte, daraufhin habe ich verstanden, okay, da saß der Prophet, da waren die Imame, und da waren sieben Gelehrte der Ummah. Er meinte, Sheikh Sadduq, Sheikh Mufid, Sayyid al-Murtawa, und sieben Großgelehrte der Ummah saßen da, und der Engel hat Sheikh Sadduq befragt. Und Sheri Sadduch antwortete, Allah ist mein Herr und ähm, Muhammad sallallahu alaihi ist mein Prophet und so weiter. Er hat das alles gesagt und der Verstorbene konnte alles haargenau mit anhören. Danach hat der Engel den Propheten wieder gefragt, darf ich, ihn, darf ich den Verstorbenen befragen? Er sagte nein, befrage Sheri Mufid. Dann hat er Sheri Mufid befragt und so weiter. Und er hat jede Antwort gehört. Jede einzelne Antwort hat er gehört, bis der letzte befragt wurde. Und dann kam der Engel zum Propheten und hat ihn gefragt, oh Gesandter Gottes, erlaubst du mir jetzt den Verstorbenen zu befragen? Er sagte ja, jetzt kannst du ihn befragen. Und dann kam er zu ihm, hat ihn befragt und er sagte, ich hatte überhaupt keine Probleme damit zu antworten. Ich habe siebenmal die Antwort gehört. Ich hatte in dieser Welt die Predigt und jetzt an alle Discord-Freunde, ich hatte in dieser Welt die erste Predigt in Nehjul-Balara auswendig und habe sie vorgetragen vor dem Todesengel. Und habe alle Glaubensüberzeugungen, alles schon im Vorfeld gesagt, sodass er keinerlei Möglichkeit mehr hatte, noch irgendwas zu fragen. Ich habe alles im Vorfeld schon gesagt. In den Worten von Amir al-Mu'minin al -Mu'minin Derjenige, der diesen Segen hat die Fragen von Monkar und Nakir oder von den Engeln zu beantworten mit den Worten des Fürsten der Gläubigen, dass er das so tief in seinem Herzen hat und das nicht vergessen hat. Frohe Botschaft dem. Wirklich frohe Botschaft dem, der diesen Rang erreicht hat. Er sagte, ich habe alles beantwortet. Der Engel war zufrieden. Er ging, das Tor hat sich geschlossen und es öffnete sich ein neues Tor zu mir und ich sah meinen Platz im Paradies. Die Gärten und die Schlösser und die Früchte und alles war da bereit auf mich und die, die Gestalten, die dort auf mich waren, Warten. Und er hat das alles vor sich gesehen. Und ein, jemand kam zu ihm und meinte, dies ist alles für dich, aber noch nicht jetzt, noch nicht jetzt. Warte, noch nicht jetzt. Und er meinte, daraufhin habe ich meine Augen aufgemacht und lag wieder im Hammam mit dem Bart, der gefärbt wurde. Und er dankte Allah subhanahu wa dafür, dass er ihm diese Möglichkeit gegeben hat, seinen Platz zu sehen bereits, was mit ihm geschehen wird. Und er ist danach, und er ist natürlich äh, verstorben. Möge Allahs Segen und Wohlgefallen auf ihn sein. Manche sehen also ihren Platz bereits im Traum. Das ist ein Traum, wo man sagen kann, das ist ein Traum, der wahrhaftig ist, inshallah. Andere wiederum sehen das vielleicht nicht im Traum, sondern haben ein Gefühl, dass beispielsweise heute ihr Tag sein wird, an dem sie zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren und so weiter. Wir kehren zurück zu der Überlieferung von Imam Zainul al-Abidin worin der Imam sagte, und die Engel treten zu dir herein, also dieser Eintritt, überraschender Eintritt, ohne zu fragen, sie befragen, ohne zu fragen, ob sie eintreten dürfen, sie befragen dich. Das erste, wonach sie dich befragen, ist dein Herr, den du angebetet hast und den Propheten, den du befolgt hast und die Religion, die du äh, befolgt hast und dein Buch, welches du rezitiert hast und den Imam, den du befolgt hast. Danach sagte der Imam, dann befragen sie dich über dein Leben, wie du es verbracht hast und dein Geld, von wo du es her hast. Und wofür du es ausgegeben hast, so gib Acht und bereite für die Fragen die passenden Antworten. Wie hast du dein Leben verbracht? Das Geld, was du bekommen hast, von wo hast du es? Durch Haramgeld? Durch verbotene Arbeit hast du es bekommen? Wofür hast du es ausgegeben? Hast du an die Rechte der anderen gedacht? Oder hast du nur an dich gedacht beim Ausgeben? So gib Acht und bereite für die Fragen die passenden Antworten vor. Genauso wie wir es jetzt gesagt haben, bereite die Antworten vor bedeutet nicht, dass ich jetzt hier die Antwort im Kopf habe, die, die die Antwort auf diese Fragen bedeutet, dass ich es in der Praxis vorlebe. Das ist eine praktische äh, Prüfung. Das heißt, ich werde dort die Praxis vorzeigen. Es wird keine Theorie abgefragt. Die Praxis, die ich jetzt in dieser Welt gemacht habe, die werde ich dort dann vorzeigen. Die wird dann dort zur Erscheinung kommen. Das heißt, es bringt nichts, wenn man denkt: Okay, ich weiß die Antworten. Ich mache aber jetzt was, was ich für richtig halte und was ich machen möchte, weil ich ja die Antworten sowieso weiß. Du wirst es nicht über die Zunge bringen, korrekt zu antworten, wenn du nicht wirklich danach gehandelt hast. Das ist der Unterschied zwischen der Prüfung in dieser Welt und der Prüfung im Jenseits. Hier kannst du vielleicht etwas lernen, ähm, wie die meisten von uns machen. Ich gehöre auch zu denen, die vielleicht paar Tage vorher den Inhalt der Prüfung reinprügeln ins Kurzzeitgedächtnis, die Prüfung schreiben und danach alles vergessen haben. Das wird dort nicht möglich sein. Dort musst du wirklich danach handeln und danach leben in dieser Welt, damit du bei dieser Befragung auch wirklich die korrekten Antworten vorweisen kannst. Deshalb, es gibt eine Überlieferung von Imam Ali ibn Musa al al die auch aufzeigt, was passiert, wenn man die Antworten nicht, äh, nicht korrekt, aufsagt. Diese Überlieferung ist von Yunus ibn Abdurrahman und die finden wir auch in Bihar al-Anwar. Yunus ibn Abdurrahman trat einst zu Imam al al und Imam al fragte ihn, "Stab Ali ibn Abi Hamza? Ali ibn Abi Hamza al-Bata'ini ist eine Persönlichkeit, die wirklich, also, als ich das erste Mal seine Geschichte gehört habe, war ich wirklich extrem erschüttert. Ich weiß noch ganz genau, das war im Unterricht im Iran mit, bei Ayatollah Sayyid Kamal Haidari, als er das erste Mal, oder als ich das erste Mal von ihm gehört habe. Ali ibn Abi Hamza al-Bata'ini gehörte zu den auserkorenen und auserlesenen Gefährten von Imam al-Sadiq und Imam al-Kadhim salam. Er gehörte zu den engsten Gefährten dieser Imame. Er war quasi einer der größten, in der heutigen Zeit, wenn wir es in der heutigen Zeit ähm, übersetzen würden, er war einer der größten Marajer der Zeit, so ungefähr. Einer der engsten und auserkorensten Gefährten von Imam Sadak und Imam Al-Kadam Wir lesen erstmal die Überlieferung. Imam Rudra fragte ihn, stab Ali, Ali ibn Abi Hamza? Yunus sagte ja. Der Imam sagte, er hat das Höllenfeuer betreten. Yunus war verwundert und der Imam sagte, sie befragten ihn nach den Imamen, nach meinem Vater, und er sagte, ich weiß es nicht. Obwohl er die Beweise kannte, daraufhin schlugen sie ihn mit einem Schlag, womit sein Grab sich in Flammen öffnete, beziehungsweise womit sein Grab in Flammen aufging. Ali ibn Abi Hamza al-Bata'ini zeigt uns, dass selbst einer der größten, auserkorensten Gefährten abtrünnig werden kann. Genauso wie einer der abtrünnigsten, einer der engsten Gefährten werden kann, wie beisp als Beispiel Al-Hur ibn Yazid al riyahi war jemand, der erstmal gegen Imam Hussein war und danach sich auf seine Seite gestellt hat. Andersrum geht es auch. Ali ibn Abi Hamza al-Bata'ini, als Imam al starb, wurde er korrupt. Ging zum Staat, hat von ihm Geld bekommen, damit er sagt, dass nach ihm, nach, nach Imam al es keinen Imam mehr gibt. Und dafür hat er Geld vom Staat bzw. von der Regierung bekommen. Und er hat die sogenannte Waqifiya gegründet. Wir wissen ja, auch im schiitischen Islam gibt es ja verschiedene Strömungen. Es gibt die Ismailiten, es gibt die Saiditen und so weiter und so fort. Die Waqifiya ist auch eine Strömung, die es heutzutage, glaube ich, aber gar nicht mehr gibt oder wenn dann überhaupt nur sehr wenig. Diese Waqifiya glauben an die Imame der ahl bis zu Imam al-Kadum und danach nicht mehr. Nach Imam al kawam hat dieser Ali ibn Abi Hamza, nachdem er gesehen hat, Gold und Geld und alles Mögliche, und äh, Ali ibn Musa Rıda, wer ist er schon, dass er Imam wird? Ich bin derjenige, der zur Zeit von Imam Al-Sadr schon da war. Ähm, ich bin derjenige, der dies und jenes. Er wurde korrupt, er hat das Geld genommen, er wurde einer der Staatsdiener und hat das Imamat von Imam Ridha a.s. geleugnet, obwohl er die Beweise kannte. Und im Werk beispielsweise, ähm, äh, im Werk von al rayba von Al-Nu'mani, nicht im Werk Ghaibah, von al tusi von Al-Nu'mani, Gibt es sogar Überlieferungen von Ali ibn Abi Hamza al bataini dass er sagt, die Imame sind zwölf. Das sind die Namen der Imame. Er überliefert sie, bevor er korrupt wurde, bevor er abtrünnig wurde. Überliefert er die Namen. Das heißt, er kennt die Beweise. Er hat die Hudja. Er hat den Beweis gesehen. Aber er kennt, er hat das Wissen, er hat die Beweise und hat es dennoch geleugnet. Und dann haben sie ihn befragt, die Engel haben ihn befragt: Wer ist, wer sind deine Imame? Und er war gerade dabei, sie aufzuzählen. Er sagte, Imam al und dann stoppte er. Waqfiya. Deswegen waqf, gestoppt. Und danach weiß ich nicht. Du weißt es nicht? Ich weiß es nicht. Ein Schlag und sein Grab ging in Flammen auf. Das ist also das Schicksal derjenigen, die mit Wissen falsch handeln, die trotz Wissen, trotz Beweise ein machen, also stur sind und entgegen der Beweislast quasi dann entsprechend so vorgehen. Und zum letzten Punkt, warum die Befragung? Warum gibt es überhaupt die Befragung, mag man sich fragen? Weiß Allah subhanahu wa ta'ala nicht, was unsere Glaubensüberzeugungen sind? Warum muss er uns dennoch befragen? Hier müssen wir auf der einen Seite eine Sache festhalten. Diese Befragung ist nicht die endgültige Befragung, die der Mensch durchmacht. Das heißt, diese Befragung ist eine Art Vorauswahl, eine Vorkategorisierung. Das heißt, er wird nach den grundlegendsten Dingen befragt. Es erfolgt eine Vorauswahl. Man wird nach, den, nach seinem Gott gefragt, nach seinen Propheten und so weiter. Diese detaillierte Abfrage und Befragung erfolgt erst am Tage des Gerichts vor Allah subhanahu wa wenn die große Wiederauferstehung kommt. Das heißt als allererstes, diese Befragung ist eine Vorauswahl, eine Kategorisierung, dass man sagen kann, da sind Muslime, da sind die Christen, da sind so die ein bisschen strengere Gläubige, da sind die weniger Gläubige, da sind diejenigen, da sind diejenigen. Man trifft eine Vorauswahl am Tage des Gerichts, die große Befragung erfolgt erst dort. Dort wird der Mensch über jede kleinste Kleinigkeit befragt werden. Hier erfolgt erstmal eine grobe Auswahl. Die Befragung ist eine Gnade Gottes. Warum? Kennt ihr das? Derjenige, der, wir kommen wieder auf unser Beispiel, der die ganze Zeit nur gelernt hat und gelernt hat und gebüffelt hat und Tag und Nacht nur gelernt hat. Er freut sich auf die Prüfung. Wieso? Weil er sein Wissen endlich zeigen kann. Der Gläubige in dieser Welt hat Allah subhanahu wa ta'ala gedient, hat hat stets versucht, Allah subhanahu wa näher zu kommen, hat auf viele Sachen verzichtet für Allah subhanahu wa war geduldig für Allah subhanahu wa und das ist jetzt der Zeitpunkt, wo er dies zeigen kann, wo, er, wo Allah subhanahu wa sagt, das ist der Zeitpunkt, wo du jetzt wirklich, wo die Prüfung kommt, wo du befragt wirst und jetzt zeigen kannst, was du alles gemacht hast und dass du auch stolz auf dich sein kannst. Diese Befragung ist also eine Möglichkeit für den Gläubigen, dass er seine wahrsten, tiefsten ähm, Überzeugungen dann kundtut. Derjenige, der sich gut auf die Prüfung vorbereitet hat, der freut sich auf die Prüfung. Bei mir war das auch so. Fächer wie zum Beispiel Physik, Mechanik, Thermodynamik, die habe ich geliebt. Da habe ich mich sehr gut darauf vorbereitet. Ich habe mich auf die Prüfung gefreut, weil ich nach Fragen gesucht habe, die ich noch nicht beantworten kann. Herausforderungen. Weil, weil diese Fächer mir liegen. Aber sowas wie BWL und Sachen, die man auswendig lernen muss, da war ich ganz schlecht. Da wollte ich die Prüfung gar nicht machen und bin da auch einmal durchgefallen. Wieso? Weil es mir einfach nicht liegt. Das ist von der, Nat von der Natur aus so. Manche Menschen können etwas und anderes eben nicht. Das heißt, je nachdem, wie gut du vorbereitet bist, freust du dich auf die Prüfung oder eben nicht. Und deshalb lasst uns uns auf diese Prüfung vorbereiten, die Befragung von Munkar und Nakir. Lasst uns uns darauf vorbereiten, damit wir inshallah, damit die Zunge locker wird und wir diese Fragen inshallah beantworten können. da'wana. ala <laughs> Muhammadin wa Burn. Uh -oh.